Oh nein, was ist hier geschehen? Hier ist ja alles unter Wasser. Warum ist ja alles unter Wasser? Was ist hier geschehen? Wir sinken wie die Ratten auf den sinkenden Schiff, müssen wir das Schiff verlassen. Oh nein, was machen wir? Helft mir, liebe Abonnenten. Schreibt in die Kommentare und lasst eine Bewertung da, dass das Schiff nicht sinkt. Na gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nuan Lives Fiber. In der letzten Folge sind wir ja noch auf diesem Schiff gewesen, auch noch als dieses Schiff, naja, nicht im Begriff war zu sinken. Dann kam eine Explosion, wo ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Ahnung mehr habe, wer diese eigentlich gemacht hat, denn wir waren es ja nicht gewesen. Und dann halt die Frage, wer war das? Ich habe jemanden in Verdacht, halt diesen Grinsebert Goodwin, dass der das gemacht hat, dass er das Schiff sabotiert hat und, naja, gesprengt hat. Da müsst ihr eigentlich wissen, dass wir auf dem Schiff sind, da hat es ja gewusst. Als entweder will er uns loswerden, wenn er es war, aber ich dächte, er wäre es. Und wenn ja, warum? Aber das wollen wir sehen, denn hier kommt dann das Ende dieser Szene. So, Besitz wiederfinden, Sender Funk deponieren, verlasse das sinkende Schiff. Gut, warum das andere, als man eigentlich noch sich Ziel hatte, wie das Kapitänslogbuch finden und solche anderen Sachen, die man noch finden sollte, alles. Wie gesagt, ob man das eigentlich machen kann, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich hätte dann auch mal nach Lösungen gesucht und so. Aber ehrlich gesagt nichts dazu gefunden. Keine Ahnung. Ich habe auch mal gesehen, dass andere das auch geschrieben haben, dass die das seltsam fanden, dass man zum Beispiel so einen Greifhaken, den Sommer als dann bekommen, was ich gesagt habe, mit irgendwas muss man ja hochklappen, mit einem Seil oder irgendwas. Dass es komisch ist, warum man das bei zwei Stellen, wo man das schon gebraucht hätte, warum man das nicht hatte. Das wäre, glaube ich, in Ost-Berlin auch einmal, wo wir das gebraucht hätten eigentlich, wo man das hätte nutzen können. Ja, ist halt schon ein bisschen komisch. Oder nee, war das nicht? Oder war das in Hamburg? Zumindest in Deutschland war das. Kann auch sein, dass es in Hamburg war. Und das andere war ja noch Marokko, wo wir das gehabt haben, ziemlich am Anfang bei diesem Hotel. Und natürlich, wo unser Kumpane gestorben ist, unser Kollege Bruno, da war ja das gewesen, hätten wir da schon diese Brille gehabt, hätten wir das eine Buch fotografieren können als Hinweis. Aber da hatten wir das noch nicht. Ich weiß nicht, ob es in dem Spiel ein Spiel Plus gibt, dass ich dann das Spiel nochmal neu machen könnte oder die Missionen und könnte dann halt die Geräte mit nutzen. Weiß ich nicht. Das muss ich mal sehen. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Das ist schon zu lange her. Rangspion, ne? Das ging eigentlich schon mal besser. 56 Verluste beim Gegner. Ich will das eigentlich nicht ins Hauptmenü, weil Du hier. beweist dich als reichlich unfähig, Agent Archer. Du stehst jetzt bei der Mission unter Zugzwang. Naja, vielleicht ist noch nicht alles verloren. Wenigstens hast du einen Sender im Funkraum untergebracht, der dich zum gesunkenen Frachter bringen wird. Es ist sicherlich sinnvoll für dich, erstmal ein paar Tauchgänge in einer sicheren Umgebung zu absolvieren, bevor du dich in die nächste Mission stürzt. Ah, Training. Meldet dich im Gebiet für erwartete Feldtaktiken. Meine Güte. Wunderbare Zigarren, Carlyle. Absolut wunderbar. Nicht wahr? Ein guter Bekannter von mir ist im Import-Export-Geschäft tätig. Bekommt die direkt aus Havanna. Möchten Sie noch eine? Sehr gerne. Wenn Sie diese geraucht haben, müssen Sie wirklich eine von denen probieren. Keine kubanische, aber ich bin gespannt, ob Sie den Unterschied schmecken. Wollen wir wetten? Gute Idee. Umwerfend. Ich wünschte nur, der Commissioner wäre auch hier. Hier bin ich. Commissioner, schön, dass Sie da sind. Wir wollen eine Wette abschließen. Gordon hier glaubt, dass seine nicht-kubanischen Zigarrenkennern wie uns genauso schmecken würden wie echte. Blödsinn. Hört, hört. Sie werden diese Worte noch bereuen, Freunde. Ehrlich gesagt, würde ich sie lieber einfach rauchen und mit Cognac runterspülen. Ist das nicht göttlich? Umwerfend. Wow! Was ist los, Commissioner? Sehen blass aus. Käsebleich. Sind Sie wirklich in Ordnung? Weiß nicht recht. Auf meinem Weg hierher stieß mir ein großer, kahlköpfiger Typ mit einer Augenklappe seinen Schirm zwischen die Beine. Seitdem bin ich ein bisschen derangiert. Nein. Was für ein rüder Bursche. Kein Wunder, dass Sie durcheinander sind. Ich hoffe, er hat sich wenigstens entschuldigt. Eigentlich sagte er nur au revoir und drückte mir eine Lilie in die Hand.
rüber. Ja, das war wieder unser Gegenspieler. Hat also die auch hingerichtet, niedergemäht. Naja, zumindest konnten die drei Herren noch ihre kubanische Zigarre rauchen. Der Kommissar natürlich nicht, der hatte halt Pech gehabt. Willkommen zu den erweiterten Taktiken. Nimm dir ein bisschen Zeit, um dich an Kuba-Tauchen zu gewöhnen. Wenn du fertig bist, kommst du hierher zurück. Vielleicht möchtest du dich auch noch mit der Morris Modell 14 Harpune vertraut machen. Könnte nützlich sein. Speer, Harpune, andere Ausrüstung. Was gibt's hier? Ah, hier ist ein Kletterhaken, sieht man ja hier. Ah, den haben die ja so einen Kletterhaken. Ah, hier ist also unendlich Luft mit dem Gerät, mit dieser Ausrüstung. Das Licht anmachen. Gut, ist halt wie das normale Schwimmen vom Prinzip. Da hinten haben die hier das. Diese Gürtelschnalle ist eigentlich ein raffiniertes, ausziehbares Seil, das zwar dünn und schwach erscheint, aber das Gewicht eines Erwachsenen mittlerer Größe aushält. Wenn das Seil an bestimmten Griffen oder Haken befestigt wird, zieht sich der Minimotor des Geräts automatisch hoch. Gut, ich wollte jetzt mit der Harpune eigentlich schießen, mal. Achso, mit denen kann ich ja nicht einmal ranzoomen. Was geht ein? Ich habe trotzdem getroffen. Und ich kann also die Munition immer wieder neu aufnehmen. Das ist auch nicht schlecht. Sehen. Gut, die Schussfrequenz natürlich jetzt nicht allzu hoch von dem Ding. Das ist natürlich jetzt nicht sehr viel Munition, also ist das Ganze auch egal. Hey, ich habe meine Waffe nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr nutzen. Nein. Na gut, war ja nur als Test gewesen. Das war interessant, also das ist Tauchausrüstung und das andere also hier das. So. Hey, hat vergessen, er wollte noch Exzellenz sagen. Als war das nur mit linker Maustaste da drauf drücken, das war's eigentlich. Naja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Allerdings, wie gesagt, vielleicht kommen wir mit einem neuen Spiel plus das irgendwie nachholen. Mal sehen. Und falls das ewig gehen sollte, würde ich dann vielleicht irgendwie das eventuell noch in die jeweilige Folge vielleicht noch reinschneiden zwischendurch. Ich weiß es nicht, muss ich mal sehen. Bester Rang Opfer, naja. Geh zurück zum Hotel und schau nach, ob Agent Goodman eine Nachricht für dich hinterlassen hat. Was auch immer passiert, nimm Kontakt zu ihm auf und fangt an zu planen. Du wirst seine Hilfe brauchen. Agent Goodman. Hotel ohne Verfolger verlassen, gesungenen Frachter nach Kapitänslogbuch und Schiffsmanifest durchsuchen. Ah, das war das, was wir eigentlich schon dort machen sollten. Deswegen war das wahrscheinlich ein Ziel gewesen, was wir nicht erreichen konnten, wahrscheinlich. Weil das halt geskriptet war, dass wir, ja, dass das halt nicht geht. Dass wir bis dahin nicht hingehen konnten. Weil wir konnten ja zum Beispiel nicht, wo der Kapitän eigentlich ist, in diesen Raum vordringen und das Vereins über drüber gezogen bekommen, weil da hat man schon auf uns gewartet. Ich möchte meine Ausrüstung selber wählen. Was kann ich denn alles nehmen? Maschinenpistole. Was kann ich hier? Die Pistole würde ich gerne nehmen. Gordon 9mm SMG. Dieses populäre 9mm Maschinengewehr wurde eingeschränkt am Ende des Krieges eingesetzt und war ab dann der Liebling der Geheimdienste. Mit 30er Rundmagazin, das von der Seite geladen wird. Tödliches Geschoss in Form eines Lippenstifts. Dieses Gerät hat einen 5-Sekunden-Zünder. Also wenn ihr schon so ein
So ein Harpuner würde ich das Ding auch gerne mal nutzen. Sonst macht das ja keinen Sinn. Da hätte ich dann eine Pistole, die mag ich eigentlich gerne. Ein Harpune und... ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, wie unten da die Kämpfe sind. Dies würde ich ja teilweise noch so ein AK-47 mitnehmen. Das Ding will ich eigentlich nicht. Und so Karabiner mit hoher Reichweite bringt, glaube ich, auch nichts. Ich habe hier eine antike 9mm Automatikpistole, die auch, wenn sie manchmal ein wenig unzuverlässig ist, immer noch von Spionen und Schurken aller Nationalitäten favorisiert wird. Ah, das wäre nicht schlecht, hätten wir das Ding mal bei den Schussdingern nehmen können, also hier, wo man Schießen üben kann. Dass das Ding auch mal ausgewählt wird, dass ich mal damit schießen kann, dass ich weiß, aha, so ist das. Wie gesagt, das wäre auch nicht schlecht. Allerdings, ich weiß nicht. Ich meine, weil zwei Pistolen ist eigentlich Unsinn. Wo ich würde sagen, wir nehmen mal die andere, die Pistole. Na komm, wir nehmen das hier. So, Gürtelschnalle muss ich nehmen, Feuerzeug muss ich nehmen. Das will ich nicht, Münze will ich nicht. Haarspange. Haarspange. Allerdings, das, was ich hiermit machen kann, das kann ich im Prinzip auch aufschießen, also brauche ich das auch nicht unbedingt. Dann nehme ich lieber die Sonnenbrille, falls irgendwas zum Fotografieren da ist. Das Zoom für das hier, Dämpfer, ja, machen wir so. Der Tauchgang, Szene 1. Zimmer 704. Irgendeine Nachricht? Nein, Ma'am. Hallihallo. Ich habe mich selbst reingelassen. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Ich hätte dich erschießen können. Aber dann würdest du dich jetzt schuldig fühlen. Sei da mal nicht so sicher. Ach komm, sei lieb. Du hättest mir sagen können, dass du das Schiff in die Luft jagst. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du so lange dort bist, dass es wichtig sein könnte. Nach all dem Gerede darüber, wie toll du bist, dachte ich, dass du an Bord gehst, den Krempel nimmst und wieder abhaust. Es war komplizierter als gedacht. Das habe ich schon mal gehört. Wahrscheinlich von Mama. Was hast du denn gedacht zur Hölle? Naja, zwischen Schiffsmanifest, Kapitänslogbuch und deinen Fotos fiel mir ein, dass wir haben, was wir brauchen. Deswegen wollte ich den Jungs ein wenig Unbehagen bereiten. Es gibt nur ein Problem. Ich habe weder das Manifest noch das Logbuch. Na super. Gib niemals einer Frau eine Männeraufgabe. Hey, es war deine tolle Idee, alles kaputt zu machen. Das hat uns den Mist beschert. Wenn du einfach deinen Job gemacht hättest, wäre das jetzt kein Thema. Wie hätte ich meinen Job machen sollen, wenn du das ganze Schiff versenkst? Du hättest mich beinahe umgebracht. Schon gut. Tut mir leid, dass ich dich nicht gewarnt habe. Jetzt zufrieden? Keine tolle Entschuldigung, aber ich nehme mal an, dass ich mich damit zufrieden geben muss. Hast du wenigstens den Sender im Funkraum hinterlassen? Ei, hab ich. Lust auf eine Runde schwimmen? Zimmerservice! Hast du den Zimmerservice bestellt? Runter! Jemand muss dich verfolgt haben. Hör zu, lauf zum Sicherheitshaus und besorg uns Scuba-Ausrüstungen. Ich kümmere mich ums Boot. Okay. Vorschläge, wie wir hier rauskommen? Ich mache mir um dich Sorgen. Sie kennen dein Gesicht. Na gut, dann halt einen Vorschlag, wie ich hier rauskomme. Hast du Höhenangst? Alles unterhalb einer normalen Flughöhe geht in Ordnung. Hey, ja, ich habe davon gehört. Okay, dann ab aufs Dach. Damit rechnen Sie nicht. Ich habe einen Fluchtweg hinten gesehen. Da solltest du runterkommen. Versuch hier rauszuschlüpfen, ohne gesehen zu werden. Ich gebe mein Bestes. Zum Dach. Ach, ich sehe mir erstmal diese schönen Bilder an hier. Schöne mittelalterliche Bilder. Ein Kamin, sehr nobel und auch sehr, na, wie soll ich sagen, heimisch.
Das sollen wahrscheinlich Bücher sein. Was haben wir hier? Fenster. Auch so ein hübsches Bild. Mittelalter Bild. Eine kleine Kommode. Eine Heizung. Brauchst du etwas? Ist ja fürs Lagerfeuer also alles. Und eine Kuckucksuhr. Wir müssen sie aufziehen, weil das Pendel dreht sich nicht. Bop, aufwachen! Bop, 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 bop. Wobei war das nicht immer zwei Gewichte eigentlich? Wieso sind ja drei Gewichte? Ich stech das Fenster immer nur. Ich hab's lange gebraucht. Du kannst dich nicht. Gut, ich muss mal laden, weil ich hab meine Waffe jetzt noch nicht geholt. So, jetzt aber. Ach, ich dachte, das ist der Koffer zum Mitnehmen. Gut, das kann ich jetzt noch nicht nehmen. Ist da noch ein hübsches Bild? Einige hier von diesen Buben. Gut, das weiß ich, sind also drei von dieser Bande. Nummer eins. Das kann ich speichern. Das ist eine Rüstung. Ich dachte schon. Gibt es hier noch etwas? Eine Heizung. Das ist eine Rüstung, falls was sein sollte. Gut, gut. Ich dachte, das sei ein respektables Hotel. Das dachte ich allerdings auch. Wenn ich jetzt natürlich hier lang gehe, wird mich der Typ davon, der sich so in den Spiegel betrachtet, natürlich sehen. Lasst sie nicht entkommen! Hä, wieso habe ich jetzt davor geschossen eigentlich? Hätte ich doch daneben schießen müssen. Komisch. Aufwachen! Ich. Na, das war jetzt aber nix. Achtung! Achtung! So, ihr wollt also spielen, ihr Buben, ja? Die Frage hat mich da nicht gesehen da drüben. Ach, er. Das ist. Gut, das hat schon mal eigentlich gut geklappt. So, der Typ, der sie belässt, der wird mir nichts tun. Hey, schönes Kind. Hui, hey, hey. Richtig stylisch. Ha, oh, siehst du richtig cool aus, Baby. Hey, ziel nicht mit diesem Ding auf mich. Hopp, 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 hopp. Welches ist eigentlich meine Pistole eigentlich? Die? Ach, ich glaub schon. Willkommen! Hier solche Ritterrüstungen, ist aber lieber Wolfenstein. Bücher, ein Wappen und ein Emblem, ein Geweih. Ein unbescholtener Bürger, dem ich nichts tun werde. Hallo, unbescholtener Bürger. Ich werde dir nichts tun.
Ach, das ist dieses komische Ding. Ja, man hat doch schon bekommen jetzt. Tür zu. Tür zu. Ich möchte etwas suchen. Zack, zack, und noch kein Tier durchzukommen. Wenn möglich oder halt. Und dass jetzt die ganze Armee ankommt, das ist ungefähr, also. Ach, das ist also. Auch der besoffene Sache dort da unten. Der betrunkene Mann ist wirklich überall. Ich glaube, der verfolgt uns. Er ist wahrscheinlich wirklich der größte Geheimagent, den es gibt. Und das Oktoberfest ist also. Oktoberfest? Da war ich noch nie gewesen. Frankfurt Inn. Sehr nobel, sehr nobel. Hat schon was hier. Schön rustikal. Da läuft man nicht weiter. Allein rühr mich nicht von der Stelle. Nein, ich will nicht schreiben. Ach, das war's. Da ist er da hingefallen, der Typ da unten. Ich schätze mal, irgendwie werden wir sicherlich vielleicht dort durchkommen. Oder vielleicht auch, indem wir die Treppe hier einfach nehmen. Hallo, betrunkener Freund. Ah, ein großer Grill, da kann man schön grillen. Bäume, ein Innenhof. Lass dich nicht von mir stören, mein Freund. Leg dich hin. Genau. Machst du richtig. Geht's eigentlich hier hin? Hm. Ist nochmal eine Kampfrüstung? Schutzrüstung, wie auch immer. Ein paar Bilder. Bein. Gehen wir da vielleicht jemanden, wenn wir hier durchgehen? Das sind die ganzen Getränkautomaten. Die Musik wird anders, da wird schon ein anderer Angriff kommen. Ich schätze mal, hier kommen wir auch einfach nur wieder. Naja. Jetzt sind wir nur wieder hier angekommen. Ich würde sagen, Tür zu, aber hier ist ja keine Tür. Das muss ich ein bisschen schneller machen jetzt. Weiß ich ja, wo der Bösewicht ist. Na, vor ein bisschen getroffen haben sie mich natürlich. Das geht noch, hält sich noch an Grenzen. Ist noch einer. Hinterrücks werde ich hier attackiert. Hab mich nicht so rum, Junge. Und tot. So. Ich weiß, ich bin eben an einem Koffer vorbeigelaufen, wo Geheimdienstinformationen sind, aber ich wollte erst einmal in dieses Zimmer gehen. So, Harm-Memo an gesamtes Personal von Kommodeur Wagner. Morgen früh findet um 5:30 Uhr ein Motivationskonzert und gemeinsames Singen statt.
Wenn Sie nicht daran teilnehmen, werden Sie freiwillig zur Testperson unserer aktuellen Operation. Oh, das klingt ja toll. Ich glaube, ich würde verzichten, aber Testperson möchte ich auch nicht sein. Foto von Magnus Armstrong inmitten eines Handgemenges. Er scheint zu gewinnen. Dieser schottische, große Typ, der entweder nur ein Auge hat oder zumindest so aussieht, als ob er nur ein Auge hat, weil er das andere Auge immer so zudrückt. Ich komme nicht rein. Hier ist die neue Wäsche. Der Servicewagen. Sie heißt mich willkommen, aber lass mich nicht rein. Was haben Sie denn hier für schöne Banner? Wir haben die Aufzüge ausgeschaltet. Gut, bleib hier, falls sie hier langkommt. Ihr habt also die Aufzüge ausgeschaltet. Es ist schön, dass er mir das sagt. Aber ich muss jetzt leider schon an dieser Stelle auch die Folge beenden. In der nächsten Folge geht es dann schließlich weiter und wir werden diesen Aufzug wieder aktivieren oder eine Treppe nehmen oder was auch immer. Also, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge, dann geht es weiter. Wir werden jetzt zum Treppfunk gehen und tauchen. Also macht's gut, bis dann, tschüss.